Deadzone Microphone mit dem Update 17.30 und ich bin auf der Suche nach der neuen Waffe, denn wir haben heute endlich den Greifodrom bekommen. Ihr könnt ihn in normalen Kisten finden, überall auf der ganzen Karte. Ich bin jetzt hier allerdings bei einer Satellitenstation, weil ich dachte, hier finde ich vielleicht eher einen, aber die ist wirklich extrem selten. Und dann könnt ihr auf der Schusstaste so ein Objekt an euch ranziehen und dann habt ihr das unter Kontrolle. Ihr könnt es dann auf Viereck einmal drehen, je nachdem wie ihr das wollt. Also beim Auto wahrscheinlich interessanter, das Ganze zu drehen. Und dann sucht ihr euch einfach einen Gegner und dann könnt ihr auf der Zielentaste gucken, wo das ganze Ding hinfliegt. Ich zeige es euch jetzt hier einmal. Hier seht ihr diesen blauen Strahl, wie bei einer Granate. Kann man ganz bequem den Gegner anvisieren. Allerdings im Fight natürlich etwas schwer. Wenn der Gegner vor allen Dingen gut baut, macht ihr nicht mehr so viel. Aber dann einfach loslassen bzw. schießen. Und dann habe ich 110 Schaden auf die IO-Wache gemacht. Ihr könnt auch größere Objekte anziehen. Hier zum Beispiel einen LKW. Aber dann seht ihr auch den Gegner nicht mehr so gut. Und dann müsst ihr auch wirklich schnell sein im Ziehen. Hier habe ich zum Beispiel nicht getroffen. Also für den direkten Fight jetzt nicht unbedingt geeignet. Hat auf jeden Fall eine mega weite Range und hier zum Beispiel, wenn ich schnell schieße, kann das Ganze auch mal gut gehen und 110 Schaden machen. Weiter geht's aber mit der nächsten Änderung und zwar hat UFO sich endlich geöffnet und ihr seht schon hier, der UFO-Strahl ist auf Slurpee Swamp gerichtet. Es wird auch noch Coral Castle und Corny Complex treffen. Und spaltet diese Orte dann in so kleine Brocken und hier ist absolut kaum Schwerkraft vorhanden. Ihr könnt hier rumspringen, ihr kriegt keinen Fallschaden und ihr habt noch diese coolen, ich sag mal, runden Portale, die euch ein bisschen hin und her teleportieren. Hier macht es auf jeden Fall mega Spaß jetzt zu fighten. Ich werde hier ein paar Kills machen, hier ein bisschen rumjumpen und dann habt ihr hier richtig Spaß. Also es macht auf jeden Fall Bock hier zu landen. Testet es selber aus oder hier diese Dinger hier einfach benutzen von A nach B und zack. Sucht ihr euch ein paar Gegner und haut die einfach mal voll über den Haufen. Finde ich auf jeden Fall mega geil, diese Änderung. Das andere ist natürlich die NPCs 20 bis 22, die sind aktuell in der Datei, aber die kommen erst noch raus. Es handelt sich dabei um Superman, um den Batman-Skin, diesen dicken gepanzerten, und einmal um diesen Beast Boy, den man auch schon in einem Cup gewinnen konnte. Die werden auf jeden Fall noch auf die Map kommen, sind aktuell aber noch nicht im Game. Und ja, das waren eigentlich so die besten Änderungen oder die größten Änderungen heute. Die anderen Sachen kommen erst noch und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr neu auf meinem Channel seid, ein Abo. Wir sehen uns, haut rein.